Platz besetzt. Es ist das erste UEFA-Cup-Finale mit einer österreichischen Mannschaft, das erste Europacup-Finale mit einer österreichischen Mannschaft auf österreichischem Boden, hier also im Wiener Herzhappelstadion. Bemerkenswerten Auswärtserfolg in Dortmund im Westfalenstadion geschafft. Beide mit großen Erfolgen in das Finale aufgestiegen. Und vorne der Westbahn-Rudi, wie er scherzhaft von seinen Freunden in Anlehnung an den Ostbahn-Kurti, ob seines Gesangstalentes genannt. Das war der Mann, der das Salzburger Fußballwunder mit möglich gemacht hat. Salzburg-Präsident Quedenberger. Und da kommen die beiden Mannschaften. Zum letzten Mal Heribert Weber, der große österreichische Fußballer im Ernst-Happel-Stadion. Mit Sicherheit sein letztes Spiel hier im Stadion. Denn egal, was passiert, ich höre auf, das hat er definitiv gestern noch einmal erklärt. Die großen Spieler von Inter Mailand, denen man in den letzten Tagen als moralische Aufrüstung eines gesagt hat, denkt an die, die vor euch gespielt haben. Vor 30 Jahren haben wir hier zum ersten Mal den Europacup der Meister gewonnen gegen Real Madrid mit einem 3:1. Das war damals die Mannschaft, unter anderem mit Sandro Mazzola. Der Schiedsrichter kommt aus Dänemark, der großgewachsene Kim Milton Nilsson, 34-jähriger Rechtsanwalt, einer der kommenden großen Schiedsrichter in Europa. Und jetzt die beiden Mannschaften und wir präsentieren Ihnen jetzt die Aufstellung. Zunächst die Aufstellung der Heimmannschaft, die Aufstellung von Salzburg. Sie wissen ja, dass Hütter, Jurcevic, Feiersinger fehlen. Im Tor Otto Konrad. Leo Leiner in einer Defensivrolle heute. Heribert Weber, der Libero. Auf der rechten Seite Thomas Winkelhofer. Innenverteidiger Nummer 2 für Staller. Links im Mittelfeld Franz Aigner. Sturmspitze Martin Ammerhauser. Peter Achtner auf Nicola Berti. Dann Marquinho mit einer Spezialaufgabe. Heimo Pfeifenberger heute im Mittelfeld gegen den Niederländer Jong und Hermann Stadler die zweite Spitze. Und Otto Baric, der Trainer der Salzburger. Hier der Wimpeltausch, die beiden Kapitäne. Heribert Weber und mit der Nummer 5 ein Mann, der mit 18 Jahren schon Weltmeister wurde. Giuseppe Bergomi. In der Zwischenzeit auch schon in die Jahre gekommen und gilt schon als eher verwundbare Stelle in der Abwehr. 1982 im Weltmeisterschaftsaufgebot und Finale der Italiener. Die Italiener haben es ein bisschen besser, da haben ein paar Spieler noch keine gelbe Karte bekommen. Paganin spielt Verteidiger, Zenger als im Tor, Orlando links im Mittelfeld, Wim Jong, der Niederländer im Mittelfeld, dann Bergomi mit der 5, der Libero Battistini mit der 6, 7, Bianchi rechts im Mittelfeld. Dann defensiv im Mittelfeld Manicone mit der 8, 9 Berti, 10 der Star Dennis Bergkamp aus den Niederlanden und der Mann aus Uruguay Ruben Sosa, gestern 28 Jahre alt, und der Trainer Giampiero Marini. Richtig, der Salzburger, zwei Flügel. Zangen sozusagen mit Stadler und Ammerhauser hat Otto Baric aufgeboten, um Bergomi und Paganin in der Abwehr zu beschäftigen. Marquinho kommt aus der Mitte und Heimo Pfeifenberger im Mittelfeld gegen die zentrale Schaltstelle aus dem Mittelfeld gegen Wim Jong, Aigner auf Bianchi, Winkelhofer auf Orlando und Peter Achtner gegen Nicola Berti. Und die beiden Spitzen Bergkamp und Sosa sollten bei Leo Leiner und Christian Fürstaller gut aufgehoben sein. Und die Feuerwehr in der Abwehr, das ist Heribert Weber. Er muss versuchen, die Löcher zu stopfen, die sich hoffentlich nicht allzu oft aufgehen. Die erste Spielhälfte hat begonnen. Zum fünften Mal sieht Wien ein Europacup-Finale, zum ersten Mal eines mit österreichischer Beteiligung, zum ersten Mal ein österreichisches Team in Österreich in einem Finale. Casino Austria Salzburg gegen Inter Mailand. Bei den übrigen Finalen in Österreich waren wir jeweils nur Zuschauer. Dreimal Meistercup mit den Siegern Inter, AC Milan und Porto und einmal siegte Manchester City im Pokalsiegerbewerb vor genau 20 Jahren. Wichtig wird es sein, in diesen ersten Minuten einmal
sich taktisch auf den Gegner richtig einzustellen, zu schauen, ob das von Otto Baric, naja, in Aussicht genommene Konzept, das bisher so grandios gestimmt hat in allen den bisherigen Spielen, auch heute aufgeht. Erste Aktion war Abseitsstellung von Rudi Sosa. Ein bisschen ein Machtkampf ist im Team von Inter Mailand ausgebrochen zwischen Bergkamp und Sosa um die sogenannte Führungsposition. Und auch erst nicht mehr unumstritten, Walter Zenger hat aber noch einen Vertrag bis 1995. Antonio Paganin mit 2 anstelle des nicht ganz fitten Ferri, der nur als Ersatz aufgeboten wurde. Auch bei Inter fehlen wegen Gelbsperren 2 Spieler, und zwar Fontolan und Schalimov. Und wegen einer Verletzung Toto Schillaci. Vielleicht erinnern Sie sich noch, er hat 1990 bei der Weltmeisterschaft gegen Österreich in Rom im Eröffnungsspiel der Österreicher das erste und einzige Tor erzielt. Er war der Schützenkönig 1990. Toto Schillaci geht nach Japan, aber wäre gerne hier noch dabei gewesen. Leiner. Er hat noch eine Rechnung offen mit seinem Gegenspieler, mit Dennis Bergkamp. Eine sehr freundschaftliche Rechnung, denn Dennis Bergkamp hat die Salzburger nicht gut aussehen lassen beim Spiel Salzburg gegen Ajax Amsterdam eine Saison vorher. Da hatten die Salzburger keine Chance, 0-3 und 1-3. Aber diesmal ist alles anders. Dieses Team ist die perfekte Fußballsensation Europas. Sosa, Berti. Nicola Berti ist ein Liebling der Mailänder Fans, 27 Jahre alt, hat bisher ein Tor geschossen, war lange Zeit verletzt, hat hier im Stadion in Wien einmal das entscheidende Tor vor 5 Jahren mit Italien gegen Österreich erzielt beim 1:0 Erfolg 1989. Sein Gegenspieler ist Peter Artner, der ja wegen einer Sperre 2 Spiele zuschauen musste, im Semifinale nicht im Einsatz war und daher darauf brennt, zu beweisen, dass auch er einen ganz wesentlichen Anteil an diesem Salzburger Fußballwunder auch hat. Es ist übrigens das 5. Mal, dass Inter Mailand im Europacup gegen eine österreichische Mannschaft spielt. Alle 5 Mal im UEFA Cup. Und alle bisherigen 4 Mal hat Inter Mailand das Spiel in Österreich verloren. Gegen die Admira, gegen die Austria, gegen den LASK und zuletzt auch gegen Rapid 1990. Und ein Wurf für die Salzburger. Winkelhofer. Eines kennt man ja vom italienischen Fußball. Kompromisslose Abwehr. Dann technisch brillante Spieler im Mittelfeld. Und gefährliche Schützen. Direkt auf den Gegner gespielt von Marquinho. Aber das kann vorkommen und jetzt gibt es die gelbe Karte. Erste Aktion, die gelbe Karte schon. Heimo Pfeifenberger hat die gelbe Karte. Ja, der dänische Schiedsrichter gleich beim ersten Mal zu gelb gegriffen. Und jetzt gibt es Freistoß. Und da muss man aufpassen, Ruben Sosa, der Mann aus Uruguay, ist ein ganz gefinkelter Freistoßschütze. Foul zu Recht oder nicht? Naja,
Artner hat ihn ein bisschen auflaufen lassen. Und der Mann aus Uruguay fällt auch geschickt. Da gibt es ein paar gute Schützen, auch Jong, der Niederländer. Gefährliche Situation jetzt beim Ball. Ist auch mit der Nummer 3 Orlando, aber wer wird schießen? Möglicherweise Jong. Und doch Sosa und drüber. Das Sosa Orlando, dahinter wartete Jong, aber dann hat Sosa geschossen und der Ball geht drüber. Drüber, ja. Doch relativ deutlich. Also sie stehen ganz genau, die Interspieler. Für Inter ist es ja ein schicksalhaftes Finale. Die Mannschaft ist in der Meisterschaft weit zurück, nur an 10. Stelle. Keine Chance auf einen internationalen Bewerb. Und das bei einem Budget, das nicht 30 Millionen beträgt, sondern ungefähr das Zehnfache. Und da können Sie sich vorstellen, was das bedeutet, wenn man da nicht europäisch spielen kann. Weber. Zu Recht Freistoß, denn da wurde mächtig angetaucht vom Italiener. Und Harry Weber deutet ruhig spielen, nicht anstecken lassen von einer anfänglichen Hektik. Linienrichter hat ja auch die Fahne oben, hat also dieses Foulvergehen angezeigt. Kim Milton Nielsen, der dänische Schiedsrichter, der 34-jährige Rechtsanwalt aus Kopenhagen, hat heuer schon Werder gegen AC Milan geleitet, ist aber nicht Dänemarks Schiedsrichter bei der Weltmeisterschaft. Da hat er einen noch prominenteren in seinem Land, nämlich Peter Mikkelsen. Spielt mittlerweile 8 Minuten, 0:0, Casino Austria Salzburg gegen Inter Mainz. Manicone. Auch er möchte im Mittelfeld gerne eine spieltragende Rolle spielen. Wird nicht leicht für den neuen Trainer. Bianchi wird der neue Trainer, denn der Mann, der momentan die Mannschaft betreut, Giampiero Marini, ist der Chef der gesamten Nachwuchsmannschaften und er ist eigentlich nur eingesprungen für den abgelösten Oswald Bagnoli, der nach zahlreichen Misserfolgen seinen Trainerposten abgeben musste. Zenga. Otto Baric musste schließlich gestern auch noch auf Kurt Gager verzichten, dessen Gesäßmuskelzerrung erlitten vor genau 4 Wochen noch immer nicht ganz ausgeheilt ist. Und vor allem fehlt natürlich heute Jurcevic und Adi Hütter neben Wolfgang Feiersinger. Erste Möglichkeit für die Salzburger. Ammerhauser hatte eine ganz überraschend gute Chance. Clever gemacht, hat die Abwehr mehr beschäftigt als ihr Liefer. Da kommt der Ball von Franz Aigner reingespielt und Ammerhauser spritzt dazwischen und die Salzburger haben in der 10. Minute ihre erste wirkliche Chance gehabt. Da hat Pagani nicht aufgepasst und auch Giuseppe Bergomi hat sich überraschen lassen. Weber. Leiner, Weber, haben wir nochmal in Großaufnahme den jungen Mann, war schon mit 30 FIFA-Schiedsrichter, steile Karriere als Schiedsrichter. Leiner. Aigner,
Aber das muss zumindest gelb geben einmal. Jawohl. Gar keine Frage, die gelbe Karte völlig zu Recht. Bianchi, da war nämlich Aigner schon vorbei, faul von hinten. Gelbe Karte gegen Bianchi. Schaue ich einmal auf meine Liste, aber der Bianchi hat Glück, der hatte noch keine gelbe Karte. Seine erste also erst. Eine gute Freistoßdistanz jetzt für die Salzburger, knapp außerhalb des Strafraumes. Ein halber Meter noch, dann wäre Aigner sogar im Strafraum gewesen. So, Walter Zenger richtet jetzt die Mauer ein. So, in die Mauer. Über die Flanken muss man ihn da aufreißen, das ist die Taktik von Otto Baric, die bisher recht gut greift. Pfeifenberger und Abstoß. Ich möchte an dieser Stelle all jene begrüßen, die jetzt außerhalb des Stadions in anderen Stadien uns zuschauen. Im Stadion Lehn, auf dem GAK-Platz habe ich gehört, und an vielen anderen Stellen gibt es also Großleinwandübertragungen dieses Spieles. Wie viele das Spiel des Jahrzehnts. Und die Salzburger spielen jetzt. Winkelhofer an zwei Mann vorbei. Martin Ammerhauser konnte da aber nichts dafür, war ein bisschen überrascht von dieser guten Reingabe von Winkelhofer. Aber die ersten guten Möglichkeiten für die Salzburger, und das zeigt, dass die Abwehr von Inter verwundbar ist, dass man Druck machen muss, dass man die Inter-Abwehrspieler in der eigenen Hälfte beschäftigen muss, dass man sie nicht ins Spiel kommen lassen darf. Und dazu ein Publikum, das wieder von der ersten Minute an voll hinter dieser Mannschaft steht. Aber diese Mannschaft, man kann es nicht oft genug sagen, sie hat sich's wirklich verdient. Franz Aigner hätte sogar gerne im Team gespielt, war der Einzige, der fast ein bisschen traurig war, dass Herbert Prohaska ihn dann doch nicht einberufen hat, um ihm eine Chance zu geben, sich etwas zu erholen vor dem Spiel gegen Inter. Dankeschön, Marquinho. Schneller Steilpass auf die linke Seite. Da muss Hermann Stadler jetzt Platz schaffen. Stadler! Und beinahe wieder Ammerhauser und Baganin gerade noch vor Ammerhauser weg. Dritte Chance für die Salzburger. Blitzschnell. Zenger irrt im Strafraum herum und per Kopf noch geklärt von Baganin vor Ammerhauser. Aber da hat er wirklich recht, Otto Baric. Sie sind nicht mehr schnell genug, Bergomi und Baganin. Denen muss man Druck machen. Eckball von rechts für die Salzburger. Zenger. Für Leo Leiner wird es besonders schwierig, denn Bergkamp zieht sich immer wieder zurück. Jetzt war er mal am Ball auf der linken Seite und abgepfiffen bereits. Er zieht sich weit zurück, so wird es natürlich schwer für den Leo Leiner, ihn auch wirklich zu kontrollieren. Muss immer schauen, wo hält er sich auf. Wenn er zu weit zurückgeht, dann übernimmt ihn ein anderer. Aber wenn er halt dann in Strafraumnähe kommt, dann muss der Leo da sein. Ruben Sosa spielt etwas offensiver und sein Gegenspieler ist Fürstaller, der Personalchef des Chefs. Personalchef bei seinem Chef Rudi Quenberger. Und da haben sich heute einige Kollegen aus anderen Ländern gewundert, gibt es denn das überhaupt noch im modernen Fußball, dass einer noch einem Beruf nachgeht und nebenbei als Fußballer so erfolgreich ist? Ja, das gibt's. Und sie spielen wirklich unbekümmert mit Herz und Druck wieder. Heimo Pfeifenberger aus dem Mittelfeld heute, aber immer wieder feilschnell vorne. Antonio Baganin. Sosa. Abseits. Ja, lass den Ball aus, lieber Freund.
nicht gelb, nur eine Ermahnung. Wieder ein Foul von hinten. Diesmal ein Foul von Jonk. War Pfeifenberger schon vorbei. Das sind ja die Fouls, bei denen man als Schiedsrichter den Auftrag hat, gelb zu zeigen. Stadler. Ah, da gibt es Abstoß, da lief er sich fest. Aber ich muss sagen, die Salzburger spielen so, wie wir es uns vorgestellt haben. Gespielt 17 Minuten, 0 zu 0, aber schon drei wirklich gute Chancen der Salzburger, könnten sogar schon führen und stellen sich bisher blendend auf Inter Mailand ein. Die Mannschaft spielt defensiv Inter Mailand und dennoch sind die Salzburger zu ihren Chancen gekommen. Einwurf Inter, Baganin, sein Bruder Massimo sitzt auf der Bank. Und auf der Tribüne Otto Baric wieder. Zum vorletzten Mal. Zum letzten Mal dann im Merzer Stadion in zwei Wochen, morgen in zwei Wochen beim Rückspiel. Denn der UEFA Cup wird ja nicht heute entschieden, sondern erst morgen in zwei Wochen beim Rückspiel im Merzer Stadion. Winkelhofer. Bianchi. Manicone, Sosa, sucht Bergkamp und findet ihn zum Glück nicht. Und der war auch ein bisschen zu weit, gut gemeint, aber da war niemand. Battistini. Baganin. Sosa, Leiner, Orlando, wieder Orlando, Bergomi, Bianchi, auch die Italiener versuchen jetzt das Spiel auf die Seiten zu verlegen und nicht mehr durch die Mitte wie in den ersten Minuten, Bianchi. Bergomi. Manicone. Bergkamp. Und antrittsschnell ist auch der Dennis Bergkamp. Sehr gut gemacht von Peter Adner. Sosa. So ein geschlappter Pass des Ruben Sosa, der auch schon in Spanien bei Saragossa gespielt hat und in Italien, bevor er zu Inter wechselte, einige Jahre bei Lazio Rom. Schon viele Jahre in Europa. Handspiel. Aber Vorteil. Marquinho war das. Vorteilsentscheidung war richtig. Eigner. Ja, dieser Franz Aigner und der Adi Hütter, der heute leider nicht spielt, die sind wahrscheinlich die beiden ganz großen Entdeckungen dieser Saison im Team der Salzburger. Freistoß für die Salzburger von der linken Seite. Auf Pfeifenberger. Zu hoch. Ja, bei hohen Bällen, da sucht man immer wieder den Heimo Pfeifenberger ob seiner Kopfballstärke. Er hat schon ein Tor gegen Inter erzielt, als er damals vor vier Jahren mit Rapid gespielt hat. So, 20 Minuten sind um. Die ersten 20 Minuten im Finale des UEFA Cups zwischen Casino Austria Salzburg und Inter Mailand. Spielstand 0 zu 0. Aber eine Salzburger Mannschaft, die wie schon in den letzten Spielen auch heute keinen Respekt vor dem großen Gegner,
vor dem Gegner mit großen Namen und großer Tradition zeigt. Inter hat immerhin 190 Spiele bisher in den europäischen Pokalbewerben bestritten. Und genau ein Zehntel davon nur die Salzburger. Winkelhofer. Achtner. Winkelhofer und zu steil. Abstoß. Am besten dokumentiert den Unterschied in Zahlen zwischen Inter und Salzburg der Umstand, dass Bergkamp allein 120 Millionen Schilling Transfersumme von Ajax Amsterdam gekostet hat. Eckball. Der war gar nicht so ungefährlich, dieser Kopfball zurück. Denn der Ball hat sich dann noch gesenkt. Der zweite Eckball für die Salzburger. Eigner von links, hoch und lang, aber zu lang, zu weit ins Tor. Bergomi. Weber. Winkelhofer. Vaganin. Jonk. Battistini. Bergomi. Battistini. Der hat übrigens auch als einziger der Spieler, die hier spielen, beim Rivalen, beim Stadtrivalen gespielt, bei AC Milan. Aber wechselte nicht direkt von Milan zu Inter, sondern via Florenz. Geht dort auch nicht so leicht, der Wechsel vom Stadtrivalen zu Stadtrivalen. Aber wo geht das auch schon leicht? Weil die Fans dafür auch wenig Verständnis haben. Bergkamp. Für Sosa, Achtung, und Herbert Weber war da die Feuerwehr. Aber noch eine Chance und wieder Sosa. Brandgefährlich ist er schon, der Mann aus Uruguay. Da löst er sich blitzschnell. Plötzlich war er frei per links mit Gefühl und knapp am Tor vorbei. Da hat er zum ersten Mal und einzigen Mal bisher Christian Fürstaller stehen lassen. Das war die 25. Minute. Bergkamp. Foul von Sosa. Und wie wenig eiligs die Interspieler haben, zeigt diese Szene. Sosa lässt den Ball einmal gleich liegen. Hier das Duell zwischen den beiden. Hat er vorher ein bisschen angetaucht gegen Fürstaller und der gute Schiedsrichter aus Dänemark hat sofort gepfiffen. Fürstaller. Berti, Nicola Berti, Bianchi, Battistini, Paganin, Manicone, Weber. Achtner.
Winkelhofer. Und Kopfball. Die nächste Chance. Heimo Pfeifenberger. 26. Minute. Von Winkelhofer. Gute, gefühlvolle Flanke. Vielleicht sieht man hier, Zenger zögert, weiß nicht recht, was er machen soll. Und Pfeifenbergers Kopfball gar nicht schlecht. Weber. Bergomi. Walter Zenger, Bergomi, Battistini, Paganin, Bianchi und auch Berti. Sie alle waren beim letzten großen Erfolg von Inter mit dabei, 91, als die Mannschaft den UEFA Cup gewonnen hat. Damals in einem rein italienischen Endspiel gegen den AS Rom. 2-0 Mailand und 0-1 im Rückspiel. Nächste Chance für die Salzburger. Aigner. Sosa, Aigner, Fürsthaler, Weber, Marquinho mit der Ferse, Aigner, Marquinho. Rechts wartet Winkelhofer, Prima Marquinho. Schön gemacht, Marquinho! Und Heimo Pfeifenberger. Aber gut gespielt. Gut gespielt und die nächste Chance für die Salzburger. Mein Gott, wäre jetzt ein Tor schön. Knappe halbe Stunde. Schauen Sie sich diesen gefühlvollen Pass in den freien Raum an. Da kommt Heimo Pfeifenberger, wird etwas bedrängt. Und abgefälscht, daher Eckball. Eckball für die Salzburger. Von rechts schießt wieder Marquinho. Dos Santos Marquinho mit vollen Namen. Aigner. Freistoß für Inter. Orlando ist der Mann mit dem eingebundenen Daumen, hat da eine alte Fingerverletzung vor 3 Wochen in der Meisterschaft zugezogen. Kein Foul. Schiedsrichter stand unmittelbar daneben. Winkelhofer. Manicone lief sich fest. Pfeifenberger. Erste halbe Stunde klar im Zeichen einer gut spielenden Salzburger Mannschaft. 0-0 hier im Ernst-Happel-Stadion im ersten Finale im UEFA Cup. Salzburg gegen Inter Mailand. Inter ist übrigens die Mannschaft, die in einer Tabelle der erfolgreichsten UEFA Cup-Mannschaften an erster Stelle liegt, was die Bilanz der letzten 15 Jahre betrifft. Hat die meisten Punkte, damit auch Erfolge im UEFA Cup errungen. Ein Zeichen allerdings dafür, dass man in der Meisterschaft immer im Schatten von Juve und AC Milan in den letzten 10, 15 Jahren stand. Und das gibt Einwurf für die Salzburger.
Pfeifenberger. Irgendwie kommt er immer wieder an den Ball, aber da springen natürlich zwei, drei mit hoch. Haben wir Thomas Winkelhofer, auch einer der wichtigen Spieler in einer ganz besonderen Aufgabe im Team der Salzburger. Bergkamp. Bei dem hat man immer das Gefühl, er ist mit dem Ball schneller als ohne Ball. So leicht nimmt er den Ball mit. War der Lieblingsschüler des Johann Cruyff, als der noch Trainer bei Ajax Amsterdam war, ließ den Dennis Bergkamp schon mit 17 Jahren in der ersten Mannschaft spielen. Holte damals schon den Europacup, der Pokalsieger. Und auch der Johann Cruyff war es, der dem Dennis Bergkamp seinerzeit geraten hat, bei Ajax zu bleiben und erst, wenn er älter ist, zu wechseln. Und jetzt ist der Dennis Bergkamp immerhin auch schon 25. Hat also 8 Jahre bei Ajax Amsterdam gespielt. Kleiner macht es bisher gut gegen Bergkamp. Bergkamp. Ah, Foul von Bergkamp, aber auch. Aber leider erst nachher. Aber das schöne Buckerl gemacht da. Aber sozusagen die Revanche dafür. Freistoß für Inter. Jonk. Bergomi. Bergomi. Battistini. Ah, schauen Sie, gleich zwei laufen ihm zu. Versuch des Vorcheckings. Italiener gleich, wenn sie über die Mittellinie kommen, so gut es geht zu stören. Bergkamp. Jonk. Er sucht wieder Bergkamp. Berti. Leiner und Einwurf für Inter. Noch 12 Minuten in der ersten Hälfte. 0:0 hier im Ernst-Happel-Stadion. Casino Salzburg gegen Inter Mailand. Neben langen, langen Einzelgesprächen und der wie immer perfekten Einstellung auf den Gegner gab es natürlich eine ideale Motivation für die Salzburg-Spieler. Man hat ihnen einfach im Trainingslager jetzt noch einmal die Szenen, die schönsten Szenen aus den erfolgreichen Spielen gegen Royal Antwerpen, Sporting Lissabon, Eintracht Frankfurt und Karlsruhe vorgespielt. Was gibt es für eine bessere Motivation als die? Bianchi. An Bergkamp. Wenn immer es geht, lässt sich hinter Zeit. Berti, aufpassen im Strafraum. Berti! Und der Ball ist im Tor. Nicola Berti, 1:0, das erste Tor, das die Salzburger in einem Heimspiel hinnehmen mussten. Und das eigentlich, ohne dass es eine wirkliche Torchance war. Der Nicola Berti wird angespielt, dreht sich da zweimal um die eigene Achse und niemand attackiert. 1:0 für Inter. Ja, ja, der Berti, der hier schon ein Tor erzielt hat, vor 5 Jahren für Italiens Team. In der 35. Minute. Ja, da überrascht er die Abwehr und der Otto Konrad. Schade, war eigentlich keine Torchance und er macht daraus einen Treffer. Er überrascht Otto Konrad, der nicht mit dem Schuss aus diesem schrägen Winkel gerechnet hat. Setzt sich gegen seinen Bewacher Peter Artner durch und bringt Inter in Führung. Damit haben die Italiener das von ihnen so erhoffte und erwartete Führungstor oder Auswärtstor hier erzielt. Aber das sagt doch gar nichts. Nachsetzen, die Salzburger können es, das haben sie bewiesen. Glückliche Führung für Inter Mailand.
Nach 486 Minuten in Heimspielen ist die Serie von Otto Konrad zu Ende gegangen. Bergomi. Battistini. Otto Baric, dem man ja von der UEFA her weitere Schikanen auferlegt hat. Keine Botengänge mehr von Toljanin und dergleichen. Schon ein bisschen schwierig dann für einen Trainer jetzt darauf zu reagieren. Aber irgendwas wird ihm schon wieder einfallen. Marquinho. Und Eckball. Wieder Eckball für die Salzburger. So schlimm war es nicht, wie Bianchi es hier jetzt andeutet. Da mehr mit einem Salzburger zusammengestoßen. Aber sie führen, die Spieler von Inter, und damit haben sie alle Zeit. Da war ja wirklich im Prinzip gar nichts. Wieder Freistoß für Inter. Ja, nur nicht die Köpfe hängen lassen. Das ist das, was jetzt nicht passieren darf. Weiterspielen. Wir drücken den Salzburgern weiterhin die Daumen. Irgendwann kriegt man eben auch, wenn man 5 Spiele ohne Tor bleibt, einen Treffer. Kein Grund, jetzt deprimiert zu sein. Einwurf. Fürstaller. Winkelhofer. Wird Freistoß geben wegen gestreckten Bein oder Einwurf? Ah, ich glaube Freistoß. Battistini. Sosa. Orlando. Sosa. Doppelpassversuch. Bergkamp-Jong. Marquinho. Bergkamp. Und Abschluss. Noch 5 Minuten in der ersten Hälfte. Inter Mailand führt mit 1:0. Vor 30 Jahren war es Sandro Mazzola, der berühmte Sandro Mazzola, der in der ersten Hälfte Inter gegen Real Madrid damals beim Endspiel in Führung gebracht hat. Diesmal Nicola Berti. Schön gemacht von Sosa. Bianchi. Schuss von Manicone. Und die 5000 Mailänder Fans, die hört man jetzt stimmgewaltig, waren heute ja, wie Sie schon gesehen haben, in unseren Vorberichten tagsüber in der Stadt, haben sich einige Sehenswürdigkeiten angeschaut, ging sehr freundschaftlich zu. Etwas, was man sich im Sport eigentlich immer
wünscht, was man allerdings leider nicht immer erlebt hat. Orlando. Jetzt kontrolliert Inter das Spiel. Weber. Winkelhofer. Schön abgeblockt hat jetzt Battistini. Auf der rechten Seite Stadler. Ein bisschen trauert man den vergebenen Chancen nach, die die Salzburger hatten, ehe dieses eigentlich dumme Tor fiel. Noch 3 Minuten in der ersten Hälfte. 1:0 für Inter. Die Einnahmen aus diesem Spiel machen in etwa fast das Jahresbudget eines österreichischen Bundesliga-Clubs aus. Kann man schon gewaltig Geld verdienen. Etwa 25 Millionen Schilling. Dennis Bergkamp, Achtung, Eckball. Der erste Eckball erst für die Mannschaft aus Mailand. Bin ja beide im Meazza Stadion, der AC Milan und Internationale. Langsam, ruhig und bedächtig, Ruben Sosa mit dem linken Fuß. War schon abgepfiffen, aber war nicht ungefährlich. Ruben Sosas Bananenflanke vom Eckball aus. Zuerst hat Battistini den Ball verfehlt, dann hätte er ihn beinahe noch einmal bekommen. Sergio Battistini, früher Mittelfeldspieler bei AC Milan und bei Florenz und jetzt letzter Mann im Spiel von Inter. Bergkamp. Fürstaller. Weber. Noch 2 Minuten zu spielen in der ersten Hälfte. Fürstaller. Ein Angriff geht sich noch aus für die Salzburger jetzt. Achtner, etwas zu lange gewartet. Man muss schneller abspielen. Ein bisschen ist die Mannschaft jetzt verunsichert seit dem Tor von Berti. So tut jetzt wahrscheinlich die Pause gut, um dann mit frischen Kräften, neuer Motivation wieder herauszukommen. Baganin. Orlando. Battistini. Bergomi. Ja, nur jetzt nicht anstecken lassen von einer Nervosität. Sosa! Dankeschön, jetzt haben wir Glück gehabt. Knallharter Schuss von Ruben Sosa und der Ball springt von der Querlatte zurück. Und das ist das Ende der ersten Hälfte. Ja, die kam jetzt gerade recht, diese Pause. Denn in den letzten Minuten sah es nicht gut aus. 1:0 führt Inter Mailand, meine Damen und Herren. 1:0 führt Inter Mailand durch Bertis Tor in der 36. Minute. Das ist also der Spielstand. Es gibt jetzt noch einmal die Zeitlupenwiederholung von diesem Schuss, der uns einen gehörigen Schrecken eingejagt hat von Ruben Sosa. Da hätte Konrad keine Chance gehabt. Da springt der Ball genau von Lattenkreuz zurück. Genau angemessen. Glück gehört auch dazu, das Glück des Tüchtigen.
Ja, meine Damen und Herren, das war's vorerst, aber... Was damit wieder zu Robert Seger. Und wir kommen gerade recht, wie die beiden Mannschaften wieder aufs Feld kommen. Otto Baric hat uns praktisch die Umstellung der Salzburger selbst bereits live im Interview mitgeteilt. Also Damir Muschek jetzt im Spiel anstelle von Martin Ammerhauser. Und soweit ich erkennen kann, hat Trainer Giampiero Marini bei Inter nichts verändert. Unveränderte Formation also bei Inter und eine Änderung bei Salzburg zu Beginn der zweiten Hälfte. Also eine ganze Spielhälfte haben die Salzburger jetzt Zeit, hier dieses Spielresultat umzudrehen. Inter führt also mit 1:0 hier in Wien. Anstoß zur zweiten Hälfte haben die Salzburger und Kim Milton Nielsen, der bisher gute dänische Schiedsrichter, hat sich gerade vom Spielerwechsel noch überzeugt und da haben wir neben Pfeifenberger, der jetzt also offensiv ganz vorne spielen wird, Damir Muschek und ganz vorne ist Hermann Stadler, der Goldtorschütze im Spiel in Karlsruhe. Zweite Hälfte, UEFA Cup Finale, erster Durchgang. Mit neuen Kräften, mit neuer Motivation und wieder mit dem Publikum hoffentlich als 12. Mann im Rücken. Jetzt die Salzburger. Winkelhofer gegen Orlando. Eckball. Von rechts wieder Marquinho. Er hätte schon so eine dieser ersten Möglichkeiten werden können. Peter Artner, der bei Bertistor etwas gezögert hat, der will natürlich jetzt ein Tor erzielen. Aber er trifft den Ball nicht. Von der Idee her gut. Lang gezogene, weite Flanke von Marquinho. Aber da muss man wirklich Volley treffen und da gehört auch etwas Glück dazu. Sehr familienfreundlich die Salzburger, 13 der 19 Kaderspieler dieser Salzburger sind verheiratet. Und für den Nachwuchs hat man auch schon gesorgt, 17 Kinder gibt es da in der großen Salzburger Fußballfamilie. Und der Heimo Pfeifenberger war der fleißigste mit seinen 3 Kindern. Muschek war da hängen geblieben. Muschek muss jetzt aus dem Mittelfeld kommen, die Impulse setzen. Marquinho. Muschek. Jong in der eigenen Hälfte jetzt ausgeholfen. Inter jetzt ganz klar darauf aus, dieses Resultat zu halten. Wäre ja eine ideale Ausgangsposition fürs Rückspiel, für die Mailänder Mannschaft. Und das muss gelb sein. Jawohl. Rot ist das damit, weil zum zweiten Mal gelb. Kann nur rot werden. Bianchi hatte zwar noch kein Gelb, als er in dieses Spiel ging, aber jetzt auch zweimal gelb und damit rot und ist aus dem Spiel. Damit praktisch die gesamte zweite Hälfte Inter nur noch mit 10 Mann. Kurzschlusshandlung von ihm. Hätte er sich ersparen können. Unnotwendiges Foul von Bianchi und jetzt muss er hinaus.
Da bleibt auch einem Schiedsrichter dann gar nichts anderes übrig. Klares Foul für eine gelbe Karte und zweimal gelb ist rot. Die gelb-rote Karte also. Und das alles nach 3 Minuten in der zweiten Hälfte. Manicone gefault und damit Freistoß jetzt für Inter in der Hälfte der Salzburger. Wobei sie wieder schnell abspielen immer. Jetzt ist Bergkamp rechts frei. Mit so einem schnellen Abspiel beim Freistoß haben sie die Salzburger auch bei ihrem einzigen Tor überrascht. Dieses Mitdenken, auch wenn das Spiel unterbrochen ist, das ist etwas, was Otto Baric eigentlich den Spielern immer wieder predigt. Wir müssen einfach immer mental da sein. In jeder Phase, solange wir auf dem Feld sind. Eckball. Das sah gefährlich aus, denn Otto Konrad hat da ganz genau erkannt, dass der Ball am Tor vorbeigeht. Salzburger spielen jetzt schnell, direkt. Haben auch keine Zeit, das Mittelfeld langsam zu überbrücken. Geradlinige Spiel. Das ist jetzt gefragt. Und vielleicht gibt es jetzt ein bisschen Verwirrung bei Inter durch den Ausschluss. Ein Foul von Berti, der hier Pfeifenberger das linke Bein wegzieht. Sosa. Bergkamp. Und Einwurf. Das war salomonisch richtig, da überhaupt nicht zu pfeifen. Für Aigner gegen Bergomi. Und dann ist der Ball über der Linie. Es ist ja der 3. Versuch erst für Österreich, einmal einen europäischen Pokal zu gewinnen. Die Austria und Rapid sind ja an Anderlecht und an Everton gescheitert. Und im UEFA Cup versuchen es die Salzburger als erste österreichische Mannschaft überhaupt. Das heißt, Österreich hat als Club noch nie gewonnen, aber mit Ernst Happel als Trainer, Hasil, Krankl und Bruno Bezzei als Spieler 3-mal den Pokal gewonnen. Und zwar mit Hasil Meistercup mit Feyenoord, Krankl Pokalsiegerbewerb mit Barcelona und Bruno Bezzei war der letzte 1980 mit Eintracht Frankfurt den UEFA Cup. Und 2-mal hat es nur der Ernst Happel, der unvergessene österreichische Fußballer und Fußballtrainer, es geschafft, nachdem auch dieses Stadion benannt ist, mit Feyenoord Rotterdam und vor 11 Jahren mit dem Hamburger SV. Muschek. Etwas klein, etwas überhastet. Ja, da bleibt Manicone wahrscheinlich gar nichts anderes übrig, als aufzustehen. Und schon spielt er weiter. Battistini. Bergkamp einmal weiter vorne, diesmal gegen Aigner, Bergkamp. Den Ball deckt er ungemein genau ab. Jonk
ein niederländischer Zwilling, als Partner sozusagen. Die beiden sind ja im Paket nach Mailand gekommen. Einziger Unterschied, Jonk hat nur einen Bruchteil dessen gekostet, was Dennis Bergkamp für Ajax eingebracht hat. Paganin und Einwurf. Inter macht die Räume eng. Sosa. Manicone. Bergkamp, der hängt ja ganz weit zurück, der Dennis Bergkamp. Muschek. Achtner. Winkelhofer. Pfeifenberger. Eigner. Stadler. Sosa. Oh, ein Vorteil, der keiner war. Aber sie kommen wieder ins Spiel. Ach, als ob ich es verschrien hätte. Aber da ist der Ball wieder da bei Winkelhofer. Achtner. Zehn Minuten um in der zweiten Hälfte. Immer noch 1:0 für Inter Mailand. Juventus Turin und Barcelona sind die erfolgreichsten UEFA Cup Mannschaften. Beide haben je dreimal gewonnen. Und was die Länderwertung betrifft, da führt England mit 9 Siegen vor Spanien ab und Italien sowie, ja, mit 6 Siegen. Muschek. Muschek, Stadler, Herbert Weber, Leo Leiner, Leiner, Weber, Muschek. Rechte Seite ist frei und dann geht der Ball ins Leere. Zwei Mann waren rechts frei. Missverständnis da jetzt von Muschek mit den beiden freien Leuten Adner und Winkelhofer. Schade um den verschenkten Ball. Beim gestrigen Bankett der Clubpräsidenten und Spitzenfunktionäre gab es Musik von Mozart und von Paganini. Damit jeder etwas hatte, das ist im Moment die Statistik. Bei den Eckbällen sind die Salzburger klar voran. Und die Abseitsfalle der Salzburger hat bisher sehr gut funktioniert. Marquinho. Da geht schon noch etwas. Gute halbe Stunde bleibt noch Zeit. Und der Druck der Salzburger wird wieder größer. Weber.
Aber sie haben sich zurückgezogen, bilden fast eine Menschenmauer von 6-7 Mann am eigenen Strafraum. Attackieren erst, wenn die Salzburger in der Hälfte von Inter sind. Früher nicht Muschek. Reiermann, Stadler im Strafraum. Ja, durch die Beine eines Italieners, aber dafür gibt es keinen Ehrenpreis heute. Ins Tor muss der Ball, dabei hat sich Stadler noch etwas verletzt. Jonk. Sosa. Leichtfüßig und antrittsschnell. Herbert Weber. Immer noch ein großartiger Abwehrorganisator. Manicone. Battistini. Weber. Und ein Wurf. Und die Salzburger werden noch einmal wechseln. Und zwar wird die Nummer 13 ins Spiel kommen. Michael Steiner, der schon im Heimspiel gegen Karlsruhe hier ein sehr gutes Europacup-Debüt gebracht hat. Chance für Salzburger, Stadler! Mein Gott, trifft doch ins Tor, Hermann! Bitte, bitte! Riesenmöglichkeit von Hermann Stadler. Und Winkelhofer geht heraus. Und Steiner im Spiel. Winkelhofer jetzt aus dem Spiel. Herrlicher Einsatz von Heimo Pfeifenberger per Kopf zum freien Mann. Zu Hermann Stadler. Und er hat die Ecke frei, aber er verzieht ein bisschen den Ball und er geht vorbei. Haben wir den neuen Mann, Michael Steiner. Er spielt für Winkelhofer. Ob jetzt der Thomas verletzt ist oder ein taktischer Zug, lässt sich im Moment nicht sagen. Stadler. Muschek verschenkt zu viele Bälle. Ja, da hat man heute deutlich gemerkt, dass Spieler wie Artner und vor allem jetzt Muschek viel zu selten gespielt haben in dem an sich so eingespielten Ensemble. Aber der Not gehorchend wegen der vier Ausfälle musste ja heute sozusagen auf die eiserne Reserve zurückgegriffen werden. Eigner. Stadler. Eigner. Gegen Bergkamp. Dennis Bergkamp spielt sogar an der eigenen Abwehrlinie. Nur um dieses knappe 1:0 zu halten. Fürstaller. Greifenberger. Siebzehn Minuten vorbei in der zweiten Hälfte. 1:0 für Inter Mailand. Zwei zu zwei steht es übrigens, Inter gegen Österreich. Zweimal ist Inter an Österreichern gescheitert, an der Austria und an Admira. Und zweimal aufgestiegen gegen den LASK und gegen Rapid. Damals war das Merzer Stadion gesperrt. Inter musste ausweichen, spielte in Verona. War ein sehr umstrittenes Spiel mit roten Karten. Der andere musste Pfeifenberger vom Feld. Schiedsrichter, britische Schiedsrichter Kurtnell war da nicht gerade wohlgesonnen, den Rapidler. Orlando.
Sosa. Leiner. Steiner. Foul jetzt an Muschek von Ruben Sosa. Weber. Und gelbe Karte für Jonk. Nummer 4, Jonk sieht gelb. Aber hat auch Glück, auch er hatte noch keine. Ist also vorerst fürs Rückspiel nicht gesperrt. Das war das Foul von Ruben Sosa am Muschek und jetzt schon wieder die Salzburger. Jetzt fehlt ein Mann in der Abwehr. Schneller Angriff jetzt von Inter einmal über Sosa. In der Mitte Berti. Leiner. Muschek. Noch 25 Minuten Zeit, um zumindest den Ausgleich zu erzielen. Er hat Geld bekommen. Wim Jonk, der niederländische Nationalspieler. Konrad. Leo Leiner, Herbert Weber, Otto Baric und auch Hermann Stadler sind, wenn man so will, zum zweiten Mal in einem Finale. Leiner, Weber als Spieler, Baric als Trainer und Hermann Stadler saß damals auf der Bank. Und der Kurti Gager kann das auch noch nachvollziehen, wenn er in 14 Tagen beim Rückspiel wieder fit ist. Schöner, langer Pass und Bergkopf in Seitenau, Dennis Bergkamp. Da spielt rechter Außenverteidiger, der Dennis Bergkamp jetzt. Kaum ein Millimeter Spielraum. Muschek, schön gemacht jetzt. Bergomi und in Seitenaus wieder. Otto Baric. Jetzt schon ziemlich nahe am Spielfeld auf der Ehrentribüne. Wie immer in Begleitung seines Sohnes, der erfolgreicher Architekt in München ist. Missverständnis. Manicone. Berti. Weber. Leo Leiner. Ja, man sieht die Anspannung in den Gesichtern von Inter. Giampiero Marini, der Übergangstrainer. Alle wissen bei Inter, es ist für sie fast von Überlebenswichtigkeit finanziell, um weiterzukommen international. Mit dieser Schuldenlast, die die Mannschaft drückt. Angeblich, man spricht von 250 Millionen Schulden, die Inter derzeit hat. Stadler, rotes Tor, blaues Tor, so kurfte er da jetzt um zwei Italiener. Stadler, aber die wirkliche Chance, die wirkliche Torchance, die fehlt. Man spielt bis zum 16, aber dann ist man mit dem Fußballerlatein am Ende, denn dann stehen sie da, grimmig, groß und kompromisslos, die Italiener. Naja, und auch einem Schiedsrichter kann einmal die Schuhbandel aufgehen. Vielleicht ist er selber drauf gestiegen, aber ist ja ausgezeichnete Leistung, der junge Mann aus Dänemark. Kann man sich nur wünschen. Vorteil, Manicone.
Orlando. Ähnlich wie in der ersten Hälfte, nur ganz selten kommt Inter aus der eigenen Hälfte raus. Abseits angezeigt. Bei der Abgabe war Sosa im Abseits. Bergkamp. Fertig. Den Applaus hat sich Leo Leiner verdient. Fair, korrekt und souverän gestoppt. Weber geht immer öfter mit nach vorne. Noch 20 Minuten hier zu spielen. 1:0 für Inter Mailand. Das ist das 21. Spiel der Salzburger im UEFA Cup und das 191. von Inter. Berger gegen Battistini und Ende. Einwurf Marquinho oder wer? Oder kommt der Leo mit dem weiten, langen Einwurf? Steiner. Aktner. Ah, und dann schnitzt noch zum Überdruss Paganin. Sie wankt zumindest die Interabwehr. Noch einmal, Fußballersprache sagt man zu sowas eine Kerze. Kristaller. Weber. Jong. Und das Spiel geht weiter. Eigner. Aktner. Muschek! Damir Muschek. Abgefälschter Ball zur Ecke. Da war noch das Bein eines Interspielers dazwischen. Eckball für die Salzburger von rechts. Zu kurz. Orlando. Fürstaller. Fürstaller. Manicone. Heribert Weber kann deshalb weit nach vorne gehen, da Dennis Bergkamp seine Position als Spitze längst aufgegeben hat. Vorne ist überhaupt nur noch Ruben Sosa. Leo Leiner bleibt jetzt zumeist letzter Mann und Heribert Weber tut etwas für den Aufbau des Spiels. Fürstaller. Fürstaller, Höhlerpass, Stadler. Aber da ist er wirklich ausgerutscht. Jetzt Achtung, jetzt Sosa allein gegen einen Mann. Ruben Sosa gegen Leiner. Da kommt die Verstärkung. Jong, aber gestoppt. Das erste Mal von Weber. Bergkamp. Jetzt versucht er es auf der rechten Seite. Ja, da fällt aber kein Foul.
Und der ausgezeichnete Schiedsrichter lässt richtigerweise weiterspielen. Marquinho. Muschek. Marquinho. Stangelpass und Einwurf. Noch 16 Minuten und jetzt kommt ein Wechsel. Ruben Sosa aus dem Spiel. Und was glauben Sie, wer kommt? Ein Abwehrspieler. Ricardo Ferri. Das heißt, die Betonabwehr wird noch dichter jetzt von Inter. Giampiero Marini nimmt jetzt die letzte Spitze, die er noch gehabt hat, heraus. Für die letzte Viertelstunde. Jetzt müssen die Salzburger dann wirklich gegen einen Kordon an Abwehrspielern laufen. Ferri, ein harter, grimmiger Innenverteidiger. Normalerweise neben Bergomi der Manndecker, aber wegen einer leichten Verletzung im Oberschenkel erst jetzt in der Schlussphase ins Spiel gebracht. Eigner. Freistoß. Gute Distanz, 20 Meter. Etwas für den Leo Leiner zum Beispiel. Genau eine Viertelstunde bleibt den Salzburger noch Zeit und sie hätten sich hier zumindest ein Unentschieden verdient. Sie waren die bessere Mannschaft, aber sie haben kein Glück gehabt im Abschluss. Und Inter praktisch aus, sagen wir, zwei Chancen in diesem Spiel ein Tor gemacht. Freistoß, auch Bergkamp in der Mauer. Alle sind jetzt im Strafraum. Alle neun Interfeldspieler und der Tormann. Praktisch ohne Spitze jetzt in der letzten Viertelstunde die Mannschaft von Inter Mainz. Walter Zenger. Ja, vielleicht Marquinho, der schießen wird. Marquinho in die Mauer hinein und wieder einwirft. Eigner, unermüdlich, der Franz Eigner, mit enormen Aktionsradius. Fürstaller. Die Prämie für einen möglichen UEFA Cup-Sieg bei Salzburg ist ausgehandelt. Man spricht von zumindest 300.000 Schilling pro Spiel, aber alle waren sich einig. Was spielt Geld für eine Rolle? Zuerst wollen wir gewinnen, das ist das Allerwichtigste für uns. Wir wollen für uns, für unser Land und vor allem für Österreich den Europacup gewinnen. Bergkamp. Pfeifenberger. Stadler. Muschek. Schneller Seitenwechsel wäre notwendig. Weber, Marquinho, Steiner, Paganin, Manicone, Paganin, Orlando, spektakulärer Faller. Walter Zenger. In keiner Sekunde dieses Spiels, vielleicht unmittelbar nach dem so unnötigen Tor von Inter, hat diese Salzburger Mannschaft aufgegeben, an den Erfolg zu glauben. Und wir alle glauben noch daran, dass vielleicht in diesem Spiel noch ein Tor fällt. Und selbst wenn es heute nicht klappt, noch ist der UEFA Cup nicht verloren. Bestenfalls das erste Spiel. Noch steht das Rückspiel im Merzer Stadion aus. Abstoß. Und da können Hütter, Jurcevic, hoffentlich Garga und Feiersinger wieder spielen. Und von der heutigen Mannschaft
fehlt vorerst, ich will nichts verschreien, vorerst aber nur Heimo Pfeifenberger wegen seiner heute gesehenen Gelben. Muschek, Zenger. Leiner. Es geht noch 11 Minuten hier im Ernst-Happel-Stadion. Manicone. Ferri. Muschek. Artner. Einwurf. Ein bisschen eine Parallele auch zum Karlsruhe-Spiel. Man wusste, dass man gegen eine stark defensiv orientierte Mannschaft spielen wird. Genauso war es. 9 Eckbälle für die Salzburger bei nur 2 für Inter, zeigen aber, dass die Salzburger die klar spieldominierende Mannschaft waren. Nur Tor ist leider für die Salzburger noch keines gefallen. Aber es geht sich noch immer aus. Schuss von Fürsthaler. Dieses Quäntchen Glück des Tüchtigen, das hat bisher den Salzburgern heute gefehlt. Dennis Bergkamp. Holt da einen Eckball heraus. Und jetzt lassen sie sich viel Zeit. Fürsthaler. Vor Bergkamp, aber es gibt Eckball. Eckball von rechts. Wim Jong wird schießen. Aufpassen in der Mitte jetzt auf Bergkamp. Jonk. Noch einmal Jonk. Manicone. Pfeifenberger. Linke Seite, Eigner frei. Das Spiel verlagert sich jetzt ziemlich stark auf die rechte Seite bei den Salzburgern. Den jungen Michael Steiner. Weber. Praktisch in der Position eines Mittelfeldspielers. Totale Offensive bei den Salzburgern. Jetzt in der Schlussphase. Noch 8 Minuten Zeit. Auf den Konter muss man aufpassen. Dennis Bergkamp. Wartet, bis 2 mitkommen. Berti. Eigner. Leiner. Schön gemacht. Rechts frei. Steiner. Muschek. Marquinho. Eigner. Er wollte schießen. Er wollte einfach aufs Tor schießen, aber hat den Ball doch ziemlich verzogen. Aber was wollen wir? Wir sind im Finale, wir spielen gegen Inter und wir spielen gut, wir spielen stark und schießen kein Tor.
Der Cup. Foul von Bergkamp. Muschek. Abseits. Abseits. Wir dürfen wirklich nicht in den Fehler verfallen und jetzt traurig zu sein, dass vielleicht dieses Spiel heute nicht gewonnen wird, dass heute vielleicht Inter gewinnt. Das schmälert für mich in keinster Weise das, was Salzburg heuer erreicht hat. Und Otto Baric hat vorher noch gesagt, heute tun mir die Ausfälle weh, weil wir selten in allen Positionen jeweils einen so wichtigen Mann vorgeben müssen. Und sollten wir es heute nicht schaffen, was soll's, wir haben so viel erreicht. Wim Jong, nicht schießen aus der Wim Jong. Komm Otto Konrad! Uiuiuiui. Nur kein zweites Tor mehr. Ah, knapp an der Stange vorbei. Löste sich da schnell, war einmal links frei. Da konnte auch Otto Konrad nicht mehr eingreifen. Stadler, noch 5 Minuten. Jetzt gibt es leider noch eine gelbe Karte für Hermann Stadler. Damit ist auch er nicht dabei im Merzer Stadion. Der Traum fast eines jeden Fußballers, dort einmal zu spielen. Da geht leider für den Hermann Stadler nicht in Erfüllung. Und für Inter war dieses Foul willkommene Pause, um Zeit zu gewinnen. Manicone steht schon wieder. Stadler und Pfeifenberger im Rückspiel also gesperrt. Noch 3,5 Minuten. Aigner. Manicone. Da bleibt wirklich kaum ein Millimeter Spielraum. Alle verteidigen sie jetzt bei Inter diesen knappen Vorsprung. Ein Quäntchen Glück. Das ist das Einzige, was zum heutigen Fußballglück der Salzburger gefällt hat. Und dazu traf man auf eine ausgefuchste Profimannschaft, die natürlich mit allen Wassern und Salben gewaschen ist und aus einem Minimum an Möglichkeiten für sie heute sogar ein Maximum herausgeholt hat. Noch ein Wechsel wird kommen, aber nur noch ein taktischer, um wieder Zeit zu gewinnen. Aber ich sag's noch einmal, Salzburg hat den UEFA Cup noch nicht verloren. Vielleicht das heutige Spiel, aber bei Gott noch nicht den UEFA Cup. Denn im Rückspiel mit Jurcevic, mit Hütter, mit Feiersinger und mit Gaga wird Inter eine andere Mannschaft erwarten. Leiner. Konrad.
Heimo Pfeifenberger. Noch einmal hat er es probiert. Zwei Tore hat er bisher in dieser UEFA Cup Saison erzielt. Auf der anderen Seite ein Dennis Bergkamp, der mit 8 Toren mehr als ein Drittel aller Inter-Tore erzielt hat. Wurde heute von seiner Gegenspieler, von Leiner, wirklich sehr, sehr gut unter Kontrolle gehalten. Und Inter bereitet noch einen Wechsel vor. An der Seitenlinie steht bereits mit der Nummer 14 Francesco Delano. Aber nur noch ein reiner taktischer Tausch von Giampiero Marini, der für Präsident Pellegrini damit heute zumindest den Wunsch erfüllt hat, eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel zu schaffen. Und die hat Inter jetzt, eine hervorragende sogar. Und jetzt geht Bergkamp rein taktisch, Francesco Delano, gespielt sind 89,5 Minuten. Jetzt sind 90 Minuten um. 1:0 für Inter Mailand im ersten UEFA Cup Finalspiel. Delano. Und im Merzer Stadion, da muss Inter das Spiel machen. Da kann Salzburg kontern. Das liegt der Salzburger Mannschaft mit ihrer Spielanlage, wie wir es ja zuletzt in Karlsruhe gesehen haben, auch um vieles besser. Und jetzt ist das Spiel aus. Inter Mailand gewinnt hier im Ernst-Happel-Stadion gegen Casino Austria Salzburg mit 1:0. Aber wir können stolz sein auch heute auf die Salzburg, auch wenn sie heute nicht gewonnen haben und auch nicht unentschieden gespielt haben, sondern knapp verloren haben. Sie haben wieder Fußball mit Herz geboten, haben den österreichischen Fußball mit Anstand und Auszeichnung vertreten und haben nach wie vor eine Chance fürs Rückspiel. Und ein Dankeschön auch dem Publikum. Und auch heute werden sich die Salzburger Spieler von ihren Fans verabschieden. Ja, und eine Ehrenrunde. Ein paar sind ein bisschen enttäuscht, ein paar Salzburger. Und Heribert Weber ruft seine Spieler wieder heraus. Wir haben ja auch allen Grund, draußen zu bleiben. Kein Grund, mit gesenkten Köpfen hier jetzt das Stadion zu verlassen, sondern erhobenen Hauptes hinauszugehen. Nach dieser grandiosen UEFA Cup-Saison hat man heute zum ersten Mal in einem Heimspiel nicht gewonnen. Knapp mit 0:1 verloren. In einem Spiel, in dem die Salzburger die bessere, aber heute eben nicht glücklichere Mannschaft war. Das Märchen von Casino Salzburg, jener Mannschaft, die auszog, das Fürchten zu lernen und zumeist heimkehrte und den Mächtigen das Fürchten lehrte, dieses Märchen lebt nach wie vor. Gratulation auch bei einer Niederlage einer Mannschaft. Und vor allem, die Hoffnung lebt fürs Rückspiel. Und zuversichtlich. Das sind 2 Wochen im Merzer Stadion die Salzburger Mannschaft mit Jurcevic, mit Feiersinger, mit Kurt Garger und mit Adi Hütter noch einmal die Chance vielleicht beim Schopfpack, vielleicht für Österreich, den UEFA Cup noch zu gewinnen. Wir, meine Damen und Herren, werden versuchen, Ihnen ein erstes Live-Interview, wenn möglich jetzt noch vom Spielfeldrand aus, wie es die UEFA zulässt, ermöglichen. Wenn Manfred Gabriele einen Interviewpartner hat, dann wird er sich gleich melden.